Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, in der zauberhaften Welt von Enderal. Ach ja, da sind wir wieder, zurück, kurz vor Ark. Jesper noch im Schlepptau. Wollen wir das mal ändern? Wollen wir mal Jesper absetzen gehen hier in der wunderschön großen Stadt? Ihr kennt ja sicher noch Erotin aus Nerim. Und jetzt kommen wir hier in der großen Hauptstadt an. Der Jäger hier am Boden kehren, ja, sehr wichtig. Der Eingang zur Stadt muss einigermaßen sauber bleiben. Gut, dass wenigstens noch einige Leute hier wenigstens ein bisschen Ordnung im Sinn haben. Ist da jemand müde? Und wo ist Jesper hingelaufen? Hast du doch keinen Bock mehr, mit mir mitzukommen, Jesper? Ich glaube, der macht Urlaub. Oder willst du mir was sagen? Nein? Ich dachte vielleicht zu der Kanone irgendwie. Ein bisschen was an Zusatzwissen kann man ja nie wissen. Okay. Mesdames. Schaffst du den Rest des Weges alleine, Jesper? Oder soll ich dich komplett noch reinbewegen? Reinbegleiten? Ich glaube, wir gehen komplett rein. Komm, Jesper. Auf ins Fremdenviertel. Da wären wir. Sodala, herzlich willkommen in Ark. Ich habe noch ein wenig zu tun und würde sagen, du kommst einfach zum Marktplatz, wenn du weiter zu Großmeister Thealor Arantheal und seinen Magiern willst. Alles klar. Aber warte mal, Thealor Arantheal? Der ehemalige Großmeister des Götterordens? Ich dachte, der wäre seit Jahrzehnten in Gefangenschaft. Da war ja so eine Sache mit seinem Sohn, falls ihr euch erinnert. Eingebuchtet von seinem eigenen Sohn Narazzo. Ja, ja. Aber vor 2,5 Jahren ist er hier wieder aufgetaucht. In Begleitung einer Handvoll Magier, die an der Seite seines Sohnes gekämpft haben. Ulkig, ich weiß. Aber so war es. Nur, dass ich das verstehe. Der Großmeister des Götterordens kam vor 2,5 Jahren hierher zurück in Begleitung seiner ehemaligen Erzfeinde? Richtig. Aber irgendetwas ist wohl geschehen, dass sie nun mit den ehemaligen Beschützern der Lichtgeborenen gemeinsame Sache machen. Und deshalb sind sie auch hierher zurück, wo der Orden seinen Ursprung hat. Du kannst dir vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat. Viele Ordenshüter haben protestiert, manche wollten die Magier gleich köpfen lassen. Aber am Ende hat sich Arantheal durchgesetzt. Gefangenschaft hin oder her, der Mann hat sein altes Charisma nicht verloren. Das heißt also, Narazzo Larantheals Gefolge lebt nun unter einem Dach mit den Ordenshütern auf Geheiß des Großmeisters? Das ist skurril. Wem sagst du das? Aber es heißt, dass diese Zusammenarbeit viel mit dem roten Wahnsinn zu tun hat. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Da bin ich mal gespannt. So, könntest du mir noch kurz helfen, mich zurechtzufinden, wie hier so Ark aufgebaut ist? Natürlich, darauf hätte ich auch selbst kommen können, verzeih. Schon in Ordnung. Ark teilt sich in 5 Distrikte auf, den Hafen mal ausgelassen. Das Fremdenviertel gleich hinter dem Tor hier, den Marktplatz, das Südviertel, das Adelsviertel und das Kasernenviertel, beziehungsweise der Friedhof. Ich schätze, für dich ist erstmal der Marktplatz am interessantesten. Dort findest du Nahrungsmittel, Waffen, Rüstungen und Gemischtwaren. Für Alchemie und Magie gehst du dann am besten ins Adelsviertel. Dort gibt es auch das Theater und das Badehaus, falls du dich etwas entspannen willst. Und die Groschen dafür hast. Den Sonnentempel kann man ja schwer übersehen. Normale Bürger dürfen ihn nicht betreten und von dort oben aus regiert der Heilige Orden das Land. Nein! Du aber wirst ihn schon bald von innen sehen, wenn mein Plan aufgeht. Tja, und dann wäre da noch die Unterstadt. Die Unterstadt klingt nach keinem schönen Ort. Ist es auch nicht. Sie ist ein Höhlensystem, direkt unter unseren Füßen. Dort leben die Armen, die Kranken, die Huren und alle anderen, die der Orden ungern auf den sauberen Straßen der Oberstadt sieht. Kein Ort, den ich dir zu besichtigen empfehle. Es sei denn, du suchst nach zwielichtigen Dingen. Ich glaube, ich finde mich zurecht. Dann bis nachher am Marktplatz. Bis nachher. Nice! Direkt mal noch ein Level up. Sodala, wie Jesper selbst auch gesagt hat. Sodala, Sodala, Sodala. Wir sind da, wir sind in Ark angekommen. Im wunderschönen Ark.
Jetzt würde ich sagen, laufen wir hier noch ein bisschen rum, schauen uns das vielleicht diese Folge hier an und dann ab der nächsten Folge, weil wir wollen ja uns natürlich, wenn ich hier um Ark herum in der Gegend unterwegs sein werde, dann wird mir der Arsch aufgerissen bis ins Nirvana. Deswegen, wir gucken uns hier ein bisschen um, schauen uns Ark an, sammeln vielleicht ein paar Nebenquests ein, mal sehen, vielleicht sammle ich die Nebenquests aber auch erst später ein. Ich würde sagen, wir gehen dann, wenn ihr nicht mehr in unser Questlog guckt, zieht euch rein. Das ist hier die Mainquest, die können wir erstmal ausmachen. Und all diese Quests hier, okay, ein paar gibt es auch hier allgemeine Quests, so schlechter von Ark lesen, die Bänder und solche Sachen. Wissen über Enderal sammeln und genau, und das hier, die Aschewitwe finden, so Mythen und Legenden. So ein paar allgemeine Quests, aber wir haben noch viele richtige Nebenquests, die hier in Flussheim und Umgebung sind. Und hier in Ark die Eiersuche vor Ark. Und deswegen, ich würde erstmal sagen, machen wir für unser Level so angemessen, ne? In Flussheim die Nebenquests. Und da werde ich dann auch mal noch erkunden gehen. Hier ein paar Ruinen und solche Sachen erkunden gehen. Und dann werden wir ein bisschen gründlicher hier sein. Also, Moment, die Markierung können wir entfernen. Das ist so dein derzeitiger Plan. Ich wollte vor allem in Ark ankommen, dass wir so den Reisepunkt uns holen beim Myraden. Und dass wir dann hier öfter zurückreisen können. Vielleicht auch Teleportrollen holen, kaufen wir ein paar ein. Und dann haben wir direkt hier alles zur Verfügung, was wir so an Infrastruktur brauchen. Ne? Macht Sinn, wa? So, dann als allererstes, was ich direkt mal hier bemerken möchte, ist, dass der Anfang von Ark mich direkt an Erotin erinnert, weil da auch so ein Kopfsteinpflaster war und so ein bisschen so ein kleiner Vorplatz und alles. So, typisch Fremdenviertel, ne? Ja, ja. Madame, habt ihr einen Augenblick? Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Natürlich, aber sehr gerne. Was wollt ihr? Es ist eigentlich ganz einfach. Aber da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Mhm. Ich habe ein paar Handwerksbücher, über die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Oh! Was bringen mir die Bücher? Ja, die bringen mir etwas bei. Verzauberung, Handwerk, Alchemie. Ja, wenn, dann Handwerk. Aber wie, ihr verschenkt eure Ware? Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Zufriedene Kunden kehren wieder. Und ich bin mir sicher, wenn ihr euch erstmal von der einwandfreien Qualität meiner Waren überzeugt habt, werdet ihr in eurem ganzen Leben keinen anderen Händler mehr sprechen wollen. Oh. Gut, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Das hört sich klasse an. Ja, dann gib mir mal Handwerkskunst, würde ich sagen. Nun ja, nein. Was ihr Name verspricht. Sie vermitteln euch Wissen über eine handwerkliche Disziplin. Schmieden, Alchemie, dergleichen. Natürlich werden sie seltener und teurer, je besser ihr werdet. Aber für den Anfang sollte eins der drei hier genügen. Okay, alles klar. Danke trotzdem nochmal für die Erklärung. Jetzt aber die Handwerkskunst. Sehr schön. Sagt, wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte. So locken sie ein hier in die Falle mit ihren Quests. Meint ihr, womit braucht ihr Hilfe? Machen wir es kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Tja. Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter kamen dabei ums Leben. Mein Beileid. Danke. Aber das ist nicht nötig. Die Vergangenheit gehört in die Vergangenheit. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin. Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verprasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Das wäre alles kein Problem, wenn durch die... Naja... die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst. Ich brauche unser Vermögen, und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Warum schaltet ihr nicht einfach die Stadtgarde ein? Das könnte ich, aber dass ein Gardist freiwillig in die Unterstadt geht, ist unwahrscheinlicher, als dass ein Vertür es zum Oberstädter Barbier schafft.
Die Ralata hat dort unten das Sagen. Und das weiß Sila ganz genau. Also, nur dass ich das verstehe, eure Schwester verprasst euer Geld für ihre Sucht. Nun, genau genommen ist es unser Geld. Aha. Unser Vater hatte Anteile an einer Gilde hier, der Schraube, Hut und Pfusch AG. Er war so stolz darauf, daran erinnere ich mich jetzt noch. Glücklicherweise konnten wir das Anteilsschreiben retten und haben es vor ein paar Jahren zur Bank gebracht, nachdem ich begriffen habe, wie wertvoll es mittlerweile geworden war. Tja, und seitdem hat sich einiges an Groschen angesammelt. Keine Unsummen natürlich, aber genug, um mein Geschäft jetzt gerade vor dem Bankrott zu bewahren. Versteht ihr? Ja, theoretisch ist es Silas und mein Geld. Aber ohne mich wäre davon jetzt schon nichts mehr übrig. Sie hätte es für dieses blaue Puder verschleudert. Und ich werde nicht zulassen, dass sie das Erbe unseres Vaters derart beschmutzt. Hm. Und was genau meinst du damit, dass sie eine Staubschnupferin ist? Glimmerkappenstaub, blaues Glück, Todespuder oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Eine der gefährlichsten Droge Wins. Oh, nice! Ich meine, wir sind rechtschaffen. Haha, keine Macht in Drogen. Und wo ist das Problem? Warum fragt ihr sie nicht einfach? Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld. Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass sie ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Hm, na gut, ich helfe euch. Wie soll ich vorgehen? Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt. Oi, direkt in die Unterstadt, hier mit der ersten Quest. Und hier gibt es wahnsinnig viele Quests. Also ich sag's mal so, würde ich mir alle Quests jetzt einsammeln, dann würde ich erstmal eine Stunde lang oder zwei Stunden lang in Ark nur herumlaufen und mir Dialoge anhören. Nur vom Einsammeln der Quests, nicht mal vom Machen der Quests, nur vom Einsammeln, weil die Storys echt gut geschrieben sind und alles, also... Ich freue mich gerade hier so ganz gemütlich, das noch ein zweites Mal zu erleben. Das ist wunderschön. Guck mal hier, die Gebäude. Hast du sogar hier Schilder, falls du dich mal verlaufen solltest später? Sanfte Freunde der körnigen Erquickung! Zerfließt vor Entzücken, wenn ein knuspriger Laib Brot von den meinen in eure Hände wandert! Oh, was verkaufst du denn wohl? Leckeres Brot? Ihr da! Ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Laib unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen! Was macht euer Brot so unvergleichlich duftend und frisch? Naja, es ist eben frisch und gut und es duftet sehr. Was soll die Frage? Ach nichts. Entschuldigt die Frage, aber habt ihr einen Sitzen? Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Wow, das Brot klingt ja erste Sahne. Das Indralea-Krustenbrot. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, aber gucken wir mal später. Ich komme zu dir wieder zurück. Du machst sehr schön Werbung für das Brot. Schöne Statuen auch hier, ja, sehr wichtig. Sanfte Freunde der körnigen Erquickung. Körnige Erquickung? Entzücken, wenn ein knuspriger Laib Brot von den meinen in eure Hände wandert. Och ja, knuspriges Laib Brot, ist das nicht großartig? Ihr da, warum schaut ihr mich so dämlich an, hm? Wollt ihr Stress, hä? Wie, Stress? Ihr braucht mich gar nicht zu ignorieren. Mach ich nicht? Was ist denn euer Problem? Ihr habt meine Gefährtin dumm angeschaut. Ich hab's genau gesehen. Entschuldigt euch auf der Stelle oder es gibt Deck aufs Maul. Von mir. Wer ist eure Gefährtin? Das wüsstet ihr wohl gerne, hä? Damit ihr sie verführen könnt, meine Gertrude. Ich habe euch durchschaut von Anfang an. Und im Hintergrund höre ich noch Brot! Brot! Angreifen, gut genug jetzt. Ihr braucht eine Abreibung. Nein, wir sind diesmal nicht aggressiv. Und darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol. Ultra die Klugscheißer-Antwort. Und das ist die erniedrigende Antwort. Entschuldigung, ich will keinen Ärger. Gut, dann sind wir einer auf Klugscheißer. Und darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol.
Ihr verspottet mich. Das lasse ich nicht durchgehen. Wäre ich er, würde ich mir auch selbst aufs Maul geben. Also keine Sorge, das ist schon so gerechtfertigt. Suck it, bro! Yeah, yeah, yeah! Wie schmeckt dir das? Was hast du davon, Mann? Leg dich nicht nochmal mit mir an. Ich mag die Stadtwachen, die darüber gucken. Na, alles klar bei euch da hinten. Immer diese Betrunkenen. Ist ja schon gut. Lass mich einfach in Ruhe. Elende Schläger. Immer diese Schläger. Furchtbar. Hier sieht man noch ein paar Gerüste. Ich mag dieses Tier. Oh, hier. Es ist auf der einen Seite total süß und auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen eklig. Ein Ziegenrhinoceros Hippo. Der coole Sache auf jeden Fall. Die ganzen Schmiede tagsüber schön am Arbeiten. Eine Schmelze. Gerbstände. Ach ja, wenn wir uns neue Rüstungen machen werden, weiß ich schon, wo wir hingehen. Ein paar Seitengassen. Ah, Ziegen, die am Gras naschen in einem Hinterhof. Graubarts Trankstube. Da gehe ich mal rein, weil da war ich noch nie drin. Das Gebäude kenne ich nicht. Graubart? Was darf's sein? Tretet näher, tretet näher. Ich hab genau das, was ihr braucht. Irgendwas Interessantes hier? Außer meinen Waren, meint ihr? Nein, im Ernst. Hier ist es ziemlich ruhig. Malfa sei Dank. In letzter Zeit muss man ja fast damit rechnen, unmittelbar vor der eigenen Haustür überfallen zu werden. Verfluchte Briganten, wirklich. Das ist doch alles Wahnsinn. Vor der eigenen Haustür sogar. Seid gegrüßt. Was hast du so? Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Ah! Es ist mir ins Auge gefallen! Dafür bezahlst du! Dafür wird deine Versicherung bezahlen. Oh Gott. Ach so, so hast du das gar nicht gemeint? Okay, tut mir leid. Oh! Er hat Teleportrollen. Nice. Nice, nice. Dann wollen wir mal auf jeden Fall nach Flussheim. Wie viel Gold habe ich? Oh, nicht so viel. 2 nach Flussheim. Und wir kaufen auch mal 2 nach Ark. Einfach, dass wir so ein bisschen Mobilität haben. Und dann kann ich vielleicht mit Sanaa, genau, können wir mal so ein paar Dinge hier verkaufen, die ich auf jeden Fall nicht brauchen oder niemals benutzen werde. Okay, besser. Jetzt haben wir auch wieder das Gold aufgeholt. Und jetzt muss ich mir aber trotzdem ein paar Tränke... Oh Gott, 65 Münzen für einen stinknormalen Genesungstrank? Oh nein! Warte, hast du zufällig eine Crafting? Du hast bestimmt eine Alchemie-Crafting-Station hier irgendwo. Du musst eine haben, du bist ja Alchemist. Darf ich die benutzen bei dir? Okay, sehr nice. Da, ich hab's gerade gesehen. Komm her. Wir haben ja auch einige Zutaten eingesammelt. Ich muss kurz schauen, Lebensenergie wiederherstellen. Okay, ah. Dann lass uns mal... Was, wenn ich 3 mache? Hält für eine Sekunde länger, der Trank. Okay, nee, machen wir lieber auf Masse. Oh, Lebensenergie festigen auch noch dazu. Gut. Ich muss versuchen, irgendwie hier mit meinen eigenen Sachen zurechtzukommen, weil... das wird... Oh nein, oh, das wird nicht so gut. Ich werde mich jetzt auch erstmal nicht heilen. Ich werde nichts essen, um mich zu heilen. Absichtlich. Ich hoffe, wir werden vielleicht ein Bett finden oder so. Ein Bett wird billiger sein, als mein wunderschönes Brot zu kaufen. Okay, lass uns aber jetzt hier erstmal ein bisschen weiterschauen, was die Stadt so zu bieten hat. Machen wir so einen kleinen Rundflug. Wie gesagt, in dieser einen Folge will ich euch ein bisschen Ark zeigen. Und dann nach dieser Folge reisen wir wieder nach Flussheim. Und in Flussheim werden wir dann... Ne. Werden wir uns dann um die ganzen Nebenquests kümmern. Und erkunden gehen werden wir auch. Wir werden uns ausrüsten. Wir werden uns ordentlich pushen. Wir werden dafür sorgen, dass wir nicht mehr so kurz vorm Abkratzen sind. Jetzt gerade, aber ja. Da fällt mir auch gerade ein, wir haben ja noch ein Eisenkolben-Rezept gefunden. Wir können dann auch das Rezept auf jeden Fall verkaufen. Wo hab ich das nur hingetan? Oh, da hängt ein Zettel. Notiz.
Interesse an diesem Haus? Dann ersucht eine Audienz bei Silrin und Freunde, der Bank, bei der euer Gold sicher ist. Goldgeld. Ah ja. Oh! Gucke mal da! Unsere Ranzhütte für den Anfang. Nice. Leerstehendes Haus. Sehr gut, dann wissen wir schon mal, wo wir unser Haus kaufen können. Schreitet wohl. Du siehst nach einer Bogenschützin aus mit einem Bogen auf dem Rücken. Ich bin mir sicher, ihr werdet etwas finden. Aber eigentlich wollte ich nur die nächstbeste Händlerin finden, die kein Alchemist ist, wo ich meinen Schrott verkaufen kann. Okay, da habe ich ein bisschen was verkauft bei ihr. Und hier haben wir den Marktplatz. Jawohl! Die ganzen Händlerstände. Viele verschiedene Händler, lecker Futter. Alles da, was das Herz begehrt. Aber erstmal muss ich noch ein bisschen Zeug raushauen. Schreitet wohl. Aber immer doch. Aber immer doch. Ganz genau. Schreitet wohl. Okay, wir haben ein bisschen Geld. Ich habe Einhandwaffenkampf auch von 23 auf 25 angehoben. Und wir haben sogar mittlerweile wieder einen Erinnerungspunkt. Sehr gut. Das werden wir mal schauen gehen. Oh Gott, nur mein arkanes Fieber steigt immer weiter. Oh, das wird nicht gut. Ein paar Häuser da hinten. Das sieht aus wie eine Spindel, eine Nadel, eine Schneiderei. Erstmal werde ich mir nur die Sachen kaufen, die ich auch wirklich unbedingt benötige. Weil mein Geld wird wahrscheinlich erstmal für Ambrosia draufgehen jetzt. Wenn ich weiß, wo ich das herbekomme. Wahrscheinlich irgendwo bei einem Priester oder so. So, an diesem Aushängebrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuche ausgeschrieben. Nochmal für Ark. Nice. Und wir haben was Neues erfahren. Der wegelose Bertulus der Schlitzer wird wegen Glimmerstaubhandel und Tempelschändung gesucht. Er gilt als trinkfest, ist ein Wildmagier und versteckt sich vermutlich in einem Versteck von Wildmagiern im Herzmannland. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 170 Groschen angesehen. Guck mal hier. Wir haben gesucht in Flussheim und gesucht in Ark. Das heißt, die Kopfgeldaufträge sind jetzt dieses Mal aufgeteilt zwischen den verschiedenen Städten. Und dann kann man immer in der Umgebung, je nachdem, wo man gerade so ist, sich konzentrieren. Natürlich machen wir erstmal Flussheim, ist ja klar. Da haben wir eine Ein-Stern-Quest. Hier ist direkt in Ark eine Zwei-Stern-Quest. Da haben wir schon den ersten Hinweis, dass man Ark vielleicht noch nicht unbedingt hier so volles Rohr pushen sollte. Ich habe zumindest mit unserem Krieger hier gerade ein schlechtes Gewissen. Hier ist die Bank. Können wir dann auch noch besuchen gehen. Und dann kannst du immer weiter, immer weiter und weiter ins Licht. Nein, das ist eigentlich kein Licht. Eigentlich steigen wir nur Treppen. Na, da sind wir. Nächstes Viertel, bitte. Hallo? Schreitet wohl. Guck mal, wie die Treppen hier. Das Adelsviertel, jawohl. Guckt euch das an. Ah, da kannst du schon fast das Plätschern der Wasser selber spüren. Ha? Die feuchte Luft beim Wasser hier. Wie es sich den Weg zwischen die Felsen sucht. Der Weg, der noch weiter nach oben führt, immer weiter und weiter nach oben, bis da nach oben hin zum Sonnentempel. Der Sonnentempel direkt bei der Sonne. Wie passend, ganz nah an der Sonne, ganz weit oben. Hier auch schlendern die Leute entlang. Grünes Gewächs, geordneter Boden, wollte ich schon sagen. Geordnetes Kopfsteinpflaster. Nicht mehr so viel Dreck am Rumliegen. Gut, da haben wir eine Tonne, die mittendrin herum am Fließen ist. Oh, da leuchtet was orangelich. Solche Dinge muss man immer beachten. Whoa! Yeah! Nice. 6 von 100. Da sind wir schon mal auf gutem Wege, würde ich sagen. 6 von 100, das geht ja fix! Also, das Adelsviertel. Zum Sonnentempel jetzt nach oben werde ich nicht gehen. Das heben wir uns für ein andermal auf. Nämlich, wenn wir die Hauptquest weitermachen. Ne? Da können wir nämlich in den Sonnentempel können wir ohne die Hauptquest sowieso erstmal noch nicht rein. Und hier gibt es so viele Häuser, wo wir noch überall reingehen können.
Also Ark ist nicht nur in der Breite, sondern auch vertikal stark aufgebaut. Du kannst sehr weit nach oben gehen, aber auch sehr weit nach unten, kann man sich ja schon denken. Ja, es wurde ja von der Unterstadt geredet, wofür wir auch bereits sogar schon eine Quest bekommen haben, in die Unterstadt zu gehen, sich dort die Sache mal anzuschauen, den Schlüssel von dem Typen zu finden. Auch ein sehr besonderer Bereich. Den ziehen wir uns auch noch rein. Aber erstmal Gefühl dafür geben, wie die Stadt hier aufgebaut ist. Ich finde sie wunderschön. In Nerim hatte ich ja in Erotin immer wieder mal nur so 20 FPS. 10 bis 20 FPS. Und hier habe ich auch selbst in der großen Stadt Ark, gut, das ist hier in mehrere Viertel unterteilt und alles, in der großen Stadt von Ark habe ich locker, wenn ich normal spiele, 50 bis 60 FPS. Jetzt gerade wegen meiner Fraps-Aufnahme nur 30. Aber trotzdem läuft das sehr stabil. Bin sehr zufrieden damit, ne? Für all diejenigen von euch, die schon Sorgen hatten mit der Performance. Oh Gott, in Nerim war das ja mit Erotin so ein Clusterfuckhausen. Aber ja, lass uns erstmal in das Südviertel jetzt hier gehen. Guck dir den Wasserfall an. Oh ja. Und dann eine Sache muss ich euch natürlich zeigen. Ich meine, wenn ich euch diese Sache nicht zeige, was für einen Sinn hat das Let's Play? Einige von euch haben mich schon darauf hingewiesen, dass ihr diese Person schon gefunden habt. Hm? Den Myradenwächter. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Da kommt mir aber bekannt vor. Könnt ihr mir etwas über diese Myraden hier erzählen hinter dir? Die sehen ziemlich awesome aus. Über Myraden? Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet. In der Zeit vor der Blutmondrevolte, also vor einer ganzen Weile, waren gezähmte Myraden wie meiner hier noch ein seltener Anblick. Aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig. Schade irgendwie. Sie aber interessant. Aber sag mal, die Stimme passt gar nicht zu dir hier. Viel zu viel Muggis und du siehst viel zu hart aus. Aber warum schade? Ach, das klingt vermutlich albern. Aber manchmal sehne ich mich nach der Zeit, in der Großvater gelebt hat. Myradenwärter waren damals viel angesehener, erzählt er immer. Und verkehrten mit erhabenen und sogar Ordenshütern. Mittlerweile... Naja, ihr könnt's euch schon denken. Es ist eben zu was Gewöhnlichem geworden. Und ein Flug ist auch bei weitem nicht mehr so teuer wie früher. Aber was soll's. Ja, verstehe. Und wie genau funktioniert das Fliegen? Woher wissen die Myraden, wohin sie fliegen sollen? Myraden verständigen sich über Schnalzlaute. Kaum hörbar für einen Menschen. Ich als Wärter, der Berylo hier beispielsweise schon seit er ein Küken ist, kennt, kann sie aber wahrnehmen. Und mit ihnen sage ich ihm dann das Ziel eurer Reise, wenn es an den Abflug geht. Das gilt natürlich nur für Strecken, die er auch kennt. Neue müssten wir erstmal gute 100 Mal abfliegen, bevor er den genauen Weg alleine findet. Ach, das ist ja interessant, aber fliegen werden wir jetzt erstmal nicht. So, und da habt ihr die Schnellreisemethode. Ja, Myraden, die riesigen, mit Flügeln ausgestatteten Wesen, die uns dann von Ort zu Ort bringen können. In Flussheim gab es ja auch einen Myradenturm. Und falls ihr auf die Karte schon geguckt habt, könnt ihr euch ja auch sehen, die Dinger heißen auch Myradentürme. Das heißt, es ist eben, man kann nicht jederzeit überall hin schnellreisen, aber das sind die Schnellreiseoptionen in Enderal, falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet. Kostet immer ein bisschen was, aber das ist definitiv eine Option, wenn man gerade keine Teleportrolle da hat. Teleportrollen sehe ich zumindest eher so als Notfallrolle, wenn du irgendwie in einem Dungeon bist oder wenn du gerade mitten in der Wildnis bist. Und die Myraden, da kannst du eben halt einfach mit denen losfliegen. Und halt schnell auf und davon und auch zu deinem Zielpunkt kommen. Vielleicht nicht exakt zu deinem Zielpunkt, aber definitiv in die jeweiligen Städte und größeren Dinger, ne? Nein, ich hab kein Geld! Achso, ich bin rechtschaffen. Hallo, bitteschön. Danke, das ist wirklich sehr großzügig von euch. Ja, momentan habe ich echt nicht viel, Mann. Da geht es in die Unterstadt. Hauptkaverne. Aber gehen wir noch nicht hin. Unterstadt und Sonnentempel, das unterste und das oberste, das ziehen wir uns dann gemeinsam rein, sobald wir von Quests da nach unten getrieben werden. So. Und eine Sache, die ich mir noch überhaupt nicht angeguckt habe. Warte, sind wir hier im Süden? Ich glaube schon. Eine Sache, die ich mir noch überhaupt nicht angeguckt habe, ist das Hafenviertel, der Hafenbereich.
Ich war überhaupt nicht im Hafenbereich. Ich habe keine Ahnung, was es da für Quests gibt, wie das Ding aussieht. Den Bereich habe ich zuerst die ganze Zeit übersehen. Und als ich dann bemerkt habe, dass es den Bereich gibt, dachte ich mir, weißt du was? Das bewahre ich mir auf fürs Let's Play. Ganz frisch. Und dann können wir uns das hier zum ersten Mal reinziehen. Okay, man sieht hier schon die gestapelten Kisten. Es wird leider hier so ein bisschen voller. Das schöne Ark versifft man. Heide nei. So, und ich sehe schon auf meinem Kompass, das müsste hier hinten sein. Vielleicht ist hier am Hafen auch wieder eine Dame, die gut zu Vögeln ist. Hey, du da. Huch. Kennst du dich mit Vögeln aus? Gut, den Witz habe nicht ich gemacht. Das war tatsächlich die Dame selbst. In Nerim, bei Erotin am Hafen. Oh, wow, was ich hier alles übersehen habe. Meine Güte. Schreitet wohl. Guckt euch das an. Hier sind ja so einige Häuser und wow, hier wird es bestimmt auch noch Quests geben. Okay, okay, Leute. Ich weiß, wo ich auf jeden Fall auch unterwegs sein werde. Wir haben... wir haben Pläne. Okay. Ich glaube, dann werde ich, sobald wir in Ark richtig unterwegs sein werden, werde ich auch in den Hafen reingehen. Sieht hübsch aus. Schön viele Details mit den Netzen, kleinen Booten, die Kisten, die hier überall gestapelt sind, paar Büsche. Leute, die weiter den Bogen fegen. Ja, ja, den Boden fegen natürlich. Wasserwirtschaft Handelskontor. Oh, da können wir bestimmt handeln. Quests gibt's da sicherlich auch. Schreitet wohl. Im Handelskontor können wir bestimmt handeln. Ach, so geht das. Ja, macht Sinn, ja. Gibt's hier noch mehr? Noch ein anderer Weg? Ne, der führt da nach hinten irgendwo in eine Höhle, wie es aussieht. Okay, dann werden wir uns hier auch noch umgucken. Aber wie gesagt, meine Leute, jetzt sind wir mal hier durch Ark einmal querfeld eingelaufen, einmal durch den höchsten und den niedrigsten Punkt müssen wir noch gehen. Und ich habe jetzt auch nicht absolut jede Ecke angeschaut, aber die eindrucksvollsten Gebiete sind auch die Unterstadt und der Sonnentempel. Aber wie gesagt, Ark ist momentan noch ein ziemlich hartes Pflaster für uns. Vor allem für unsere liebe kleine Sanaa, die momentan noch ziemlich am Abkacken ist. Oh, warte. No! Gleich nochmal frisch geladen, den Speicherstand. Eine Sache will ich noch kurz machen. Pass auf. So, apropos Schmiede. Oh, cool. Ich habe sogar direkt die richtigen Zutaten schon bereits dabei. Ein Eisenstreitkolben hätte ich gerne nochmal. Das wäre sehr nett. Kann ich für mir vielleicht zwei machen? Nein. Echt? Ich habe keine Lederstreifen? Weil das stand auch als Info in einem Ladescreen und habe ich auch vor kurzem herausgefunden. Sachen, die man selbst schmiedet. Ich weiß nicht, wie in Skyrim das war, weil in Skyrim ist das für mich schon zu lange her. Aber auf jeden Fall in Enderal ist es so, dass deine Sachen, zum Beispiel hier die Streitkolben, die haben einen Schadenspunkt mehr als die gefundenen. Also nicht nur die Streitkolben, sondern alle Sachen, alle Waffen und alle Rüstungen, die du craftest, sind immer ein bisschen besser als die Sachen, die du finden kannst. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns gleich mal zwei richtig geile Dinger selbst. Oh, ich habe noch gar keinen kleinen Rucksack, Leute. Oder? Nee, guck mal, ich habe noch nichts auf dem Rücken. Ich habe ganz vergessen, dass wir noch ein Rezept für einen kleinen Rucksack eingesammelt haben. Dann machen wir uns doch kurz den Rucksack. Rucksack machen wir uns auch. Gut. So, jetzt kann ich mir aber nicht einen zweiten Kolben machen. Naja, macht nichts. Obwohl, nee, macht nicht nichts. Oh nein, wie soll ich denn jetzt... Aber schön, schöner Gesang übrigens da gerade eben. Ich habe noch nichts in meine Truhe abgelegt, echt jetzt? Krass. Okay, Moment, lass mich kurz meinen ganzen Schrott ablegen. Ich habe noch 28 Eisenerz, das können wir auch kurz schmelzen hier. Machen wir gleich alles auf einmal, gell? 10 Eisenerz lasse ich mir erstmal, just in case, nur für den Fall, dass ich mir, ich glaube, für Stahl brauche ich das auch noch. Jetzt können wir direkt mal gucken. Kleiner Rucksack, das ist neu, erhöht eure Tragkraft um 15. Sehr gut. Und? Es wird sogar mir angezeigt. Guck mal, wie ein kleiner, süßer Rucksack für die Sanaa. Der süße, kleine Rucksack ist ja feiner Rucksack. So. Oh, ich habe doch noch genug. Oh, yes, zum Glück. Ich habe noch zwei Lederstreifen, das habe ich vergessen. Gut, dann machen wir uns den Eisenstreitkolben auch. Nice. Und dann können wir mal gucken, ob wir uns vielleicht das direkt schärfen können. Ein Streitkolben schärfen, jawohl. So läuft das hier. Diese hier.
Dafür brauchen wir auch Eisenbarren. Machen wir mal. Jawohl. Und den zweiten natürlich auch. Jawohl. Und ich glaube, für eine weitere Verbesserungsstufe fehlen uns noch die Fähigkeiten aktuell. Weil wir nämlich so auf die Fräse bekommen haben, so sehr aufs Maul bekommen haben, dachte ich mir, dann brauchen wir die Eisenäxte nicht mehr. Und dann können wir hier uns darum kümmern. So, da haben wir beide Kolben jetzt ausgerüstet. Ich kann sie mir nur nicht irgendwie auf Hotkeys legen. Irgendwas mit den verbesserten Dingern, da scheint es Probleme zu geben. Haha! Oh man! Ich glaube, ich werde die immer von Hand ausrüsten müssen. Das ist ein bisschen behindert, aber ich sehe gerade keine andere Wahl. Das ist ja ein bisschen blöd. Aber gut, lass mich kurz meinen ganzen Kram ablegen und dann hauen wir ab nach Flussheim und dann geht die Sache hier los. Das immer wieder. Gut. Und dann machen wir noch kurz das hier. Wir haben ja noch einen Erinnerungspunkt und ich habe nicht umsonst noch nicht den Punkt gesetzt gehabt bei den Waffen. Das können wir nämlich jetzt machen, wo ich mir die Streitkolben endlich geschmiedet habe. Und zwar hier der Knochenbrecher. 40% des gegnerischen Rüstungswertes werden ignoriert. Nice. Dann werden wir hier schön als Knochenbrecher unterwegs sein. Das freut mich sehr. Der nächste Skillpunkt wird die erhöhte Angriffslaufgeschwindigkeit sein, so diese Kampfhaltung. Und ich glaube, das werde ich sehr schnell hochleveln, weil auf dem ersten Rang haben die Feinde eine 30% höhere kritische Trefferchance. Oh Gott. Deswegen, ja, ich muss mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wie die Kampfhaltungen funktionieren. Ob man die irgendwie ständig aktiviert halten muss oder irgendwie sowas. Sehen wir dann. Okay. Streitkolben sind jetzt ready to go. Bisschen komisch, dass ich die Verbesserten irgendwie einfach ums Verrecken nicht... Mit den Schwertern und so ging es, da ist es kein Problem, aber mit diesen selbstgecrafteten Streitkolben kann ich sie nicht auf den gleichen Hotkey legen, weil jetzt bei Dolchen und Schwertern und so konnte ich einfach immer zum Beispiel zweimal hintereinander die 3 drücken, klack klack, und dann hat er in beide Hände die Schwerter ausgepackt und dann ist das gegangen, hat funktioniert. Und das scheint jetzt irgendwie halt nicht zu gehen. Ah, da bin ich wieder. Puh. Einen Tipp habe ich noch für euch. Wenn ihr meditiert, dann tut das außerhalb von Städten und Dörfern. Die NPCs tun dem Ganzen nicht ganz so gut. Die machen das komplizierter, als es sein muss. So, dann machen wir mal. Gucken wir mal, was wir alles hier so haben, meine Freunde. Gesucht in Flussheim, Kopfgeldauftrag, sehr gut. Das Schönheitselixier von der Alchemistin müssen wir finden. Bei Pentas Haus, das war die Frau mit dem Anfall hier. Das war auch krass, das können wir auch machen. Das Rätsel, Geheimnisse aus der Büchse, das können wir auch gerne machen. Und der Rest, die 5 Arka-Hammervogeleier, genau, das machen wir dann dort. Das ist die Hauptquest. Und alles klar. Okay. Dann haben wir jetzt am Anfang 4 Quests. Und wir hatten, glaube ich, noch nicht alle hier aus Flussheim eingesammelt. Die werden wir machen. Und als allererste Quest, meine Freunde, würde ich sagen, machen wir die Quest mit dem Jungen da draußen, die Rätselquest. Da habe ich nämlich öfter mal mitbekommen, überall lese ich immer wieder, auch bei mir in den Kommentaren, dass die Leute ein bisschen Probleme haben, diese Quest zu lösen. Und ich würde sagen, wir werden uns zuerst um diese kümmern. Und danach sehen wir weiter und werden Stück für Stück hier, kann man ja schon mal sehen hier, ne? Da bringen uns die Nebenquests hin und auf dem Weg zu den Nebenquests werde ich auch in andere Höhlen und solche Bereiche reingehen. Hoffentlich überlebe ich das so lange und muss nicht schnell wieder zurücklaufen. Fangen wir aber hier erstmal an. Jetzt habe ich aber in dieser Episode euch Ark gezeigt. Das war's mit Ark. Extra eine dicke, lange Episode gehabt. Und dann ab der nächsten Episode geht unsere Nebenquest und Erkundungsgeschichte so richtig los. Freue ich mich schon sehr darauf. Bis dahin, meine Freunde.